Hey Martin, hast du vielleicht Lust, das nächste Türchen aufzumachen? Ich hoffe, es ist ein lustiger, nicht? Ein bisschen komisch sind sie manchmal schon. Ja, stimmt schon. Kommt nur herein, meine Kinder. Oh Martin, das sieht aber schon ziemlich gruselig aus. Du schaffst das Türchen doch bestimmt alleine. Mir wäre schon ganz lieb, wenn du Ja, mitkommst. also ich habe auch noch ganz viel in der Uni zu tun, ist voll stressig. Fristen, Abgaben, Na toll. ja, und Hausaufgaben und sowas, ne? Alles voll viel und so weiter. Hallo? Wo bin ich denn hier gelandet? In meinem Hexenlabor. Du siehst wie jemand aus, den ich mal kannte. Bist du Hänsel? Nein. Und ich schmecke auch ganz furchtbar. Enttäuschend. Oder bist du der, der mir neulich sein Erstgeborenes verkaufen wollte? Bei einem kleinen Preisnachlass bin ich nach wie vor interessiert. Eigentlich nicht. Ich dachte eher, ich könnte vielleicht ein schönes Experiment hier sehen. Oh, seit 2000 Jahren hat sich keiner für meine wissenschaftliche Forschung interessiert. Der letzte, den haben sie dann irgendwann gekreuzigt. Aber der war auch etwas verrückt und hatte Daddy-Issues. Aber gut, ich kann dir meine Wahrsagepyramiden zeigen. Benutzt ihr nicht normalerweise diese Kugeln? Du bist ganz schön frech. Kugeln benutzt die Hexengemeinschaft schon seit 1775 nicht mehr. Diese Pyramiden muss man nur auf ein modernes Tablet oder Handy stellen. Und schon kann man die Zukunft vorhersagen. Als ob. Pass mal lieber auf, sonst esse ich dich vielleicht doch noch auf. Du siehst einigermaßen schmackhaft aus. Ich möchte doch lieber das Experiment sehen. Nun gut, dann zeige ich es dir mal. Sieh her, Martin. Funktioniert das denn? Hexerei und ein bisschen Physik. Diese Pyramide besteht aus einer Folie, die nicht ganz durchsichtig ist. Das Licht von dem Display spiegelt sich in der Folie und trifft dann in dein Auge. Für den Betrachter sieht es so aus, als ob das Licht von hinter der Folie kommt. Ähnlich wie bei einem Spiegel. Und deswegen wirkt es so, als ob diese Dinge in der Pyramide schweben. Warte mal, dann ist das ja gar keine Hexerei. Natürlich, ich kann aus den Bildern die Zukunft vorhersagen. Ich sehe, du wirst es mit einem großen, haarigen Mann zu tun bekommen. Und deine Mitbewohnerin Steffi sollte sich vor bunten fliegenden Bällen hüten. Hä? Ich glaube, du hast ein paar Kräuter zu viel geraucht. Und was macht überhaupt eine Hexe in unserem Adventskalender? Arbeiten, das ist mein Nebenjob. Der Arbeitsmarkt für Wahrsagerei und Trankbrauerei ist seit der Harry-Potter-Krise stark gesunken. Ich finde, du könntest jetzt auch wieder gehen. Los, geh, sonst verfluche ich dich und deine nächsten 7 Generationen. Verschwinde! Wer dieses Experiment zu Hause nachbasteln möchte, der kann einfach dem eingeblendeten Link folgen. Aber die Zukunft vorhersagen kann damit nur ich.